Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie, zu Hause an den Bildschirmgeräten. Es ist wirklich schade, dass man in diesem Haus manchmal in gewissen Zusammenhängen das Wort Lüge nicht verwenden darf. Der Kollege Weber hätte mich heute dazu herausgefordert, es zu sagen, denn was er zu Beginn gesagt hat zum BVD, Hausdurchsuchungen etc., dutzendfach widerlegt, so kann ich nur sagen, es ist leider nicht wahr, was Sie da von sich geben. Und den Damen und Herren von der SPÖ, die heute ein bisschen überreagieren, möchte ich einmal zwei Dinge vorlesen. Zum einen das Staatsgrundgesetz, den Artikel 13, weil den dürften Sie nicht kennen. Jeder Mann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Die Europäische Menschenrechtskonvention sagt im Artikel 10 zur Freiheit der Meinungsäußerung im Absatz 1, jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Menschenrechtskonvention. Und wenn Sie der Meinung sind, dass der Kampf um die eigene Identität, wenn man sich also Sorgen macht, dass man als Kultur mit der eigenen Identität untergehen könnte, dann ist auch die UNO rechtsextremistisch nach Ihrer Lesart. Denn der UN-Bericht sagt, okay, ich sehe schon, Sie wollen jetzt in Ihrer eigenen Verschwörungstheorie-Suppe schwimmen und gar nichts anderes mehr hören. Ich lese es Ihnen aber trotzdem vor. Weil die Weltverschwörer sitzen ja eindeutig auf der linken Seite von mir aus gesehen, das hat sich heute schon mehrmals erwiesen. Der UN-Bericht sagt zu Minderheitenrechten, ihre Mitglieder besitzen bestimmte ethnische, religiöse oder linguistische Merkmale, die sich vom Rest der Bevölkerung unterscheiden und die von einer empfundenen Solidarität zeugen, die darauf gerichtet ist, ihre Kultur, Tradition, Religionen oder Sprache zu erhalten. Ähnliches sagt der UN-Bericht zu den Rechten eingeborener Völker. Also, was sagt der UN-Bericht? Was schließen wir daraus? Dass es keinesfalls rechtsextrem, verwerflich oder sonst irgendwie strafgesetzlich ein Tatbestand ist, wenn man versucht, die eigene Religion, die eigene Kultur, die eigene Ethnie zu schützen. Und nichts anderes geht es hier. Und bei Ihnen vermisse ich ja den Kampf gegen Extremismus jeder Art. Sie sind ja auf dem linken Auge komplett blind. Sie gehen ja immer nur auf die angebliche bedrohliche Gefahr von Rechtsextremisten los. Dass die Linksextremisten, wie es der Kollege Bader ja schon gesagt hat, die von den Grünen unterstützt sind, der schwarze Block, die halbe Innenstadt kaputtgeschlagen haben, überhaupt kein Problem. Dass der schwarze Block die Sympathie der Grünen und übrigens auch finanzielle Unterstützung schon genossen hat, marodierend von Stadt zu Stadt zieht, ohne ein politisches Ziel zu haben. Da geht es wirklich nur um Zerstörung und um Gewalt. Stadtviertel in Hamburg kaputt macht, durch Rom eine Spur der Gewaltschneise hinter sich lässt. Das berührt sie alles überhaupt nicht. Interessant. Und so schlimm jetzt dieser Anschlag in Christchurch war und jeder einzelne Tote, egal welche Religion er hat und wo er herkommt, ist zu bedauern. Ich frage mich aber schon, warum habe ich von Ihnen noch nie eine dringliche gehört zu den marodierenden Banden Boko Haram, die vor allem Christen töten, wo 27.000 Menschen ermordet worden sind.
2 Millionen sind auf der Flucht, die sind geflüchtet in die Nachbarländer vor diesen islamistischen Banden. Wieso höre ich da nichts? Wieso haben Sie sich noch nie Sorgen darüber gemacht, dass weltweit Christen ermordet werden oder bedroht werden von Todesstrafe? Wieso höre ich da nichts? Also Sie sind schon sehr einseitig gestrickt. Die FPÖ hat schon 2016 in einer Sitzung festgehalten, und es gibt auch einen Beschluss, dass es keinerlei Verbindung zu den Identitären gibt, dass wir mit ihnen auch nichts zu tun haben wollen und dass es keine Funktionen innerhalb der FPÖ geben kann, die in Überschneidung oder parallel laufen zu einer Mitgliedschaft oder einer Betätigung bei den Identitären. Vizekanzler Strache hat sich und der gesamte Teil, jetzt vor allem, ich spreche jetzt einmal für die Freiheitlichen, der Freiheitlichen Bundesregierung, was natürlich für die gesamte Bundesregierung gilt, hat immer gesagt, Extremismus hat in unserer Gesellschaft nichts verloren, egal ob er von links kommt, von rechts kommt, ob er politisch, ob er religiös oder sonst wie motiviert ist. Und ich weiß nicht, wie oft man bei Ihnen Klarstellungen treffen muss, dass es endlich einmal ankommt. Offensichtlich muss man das bei Ihnen öfter machen, weil die Halbwertszeit des Gedächtnisses sehr kurz ist, und daher gibt es für uns keinerlei Gründe mehr, uns zum wiederholten Male davon abzugrenzen, dass wir mit den Identitären nichts zu tun haben. Und es gibt für uns eine Strafjustiz, keine Gesinnungsjustiz. Und dazu stehe ich. So wie ich hier stehe, stehe ich dazu, dass es keine Gesinnungsjustiz geben kann. Weil wenn Sie das unterstützen, dann haben Sie aufgehört mit der Demokratie. Weil dann befinden Sie sich in einer Einheit mit jedem diktatorischen Regime, wo Leute eingesperrt, gefoltert, verhaftet und auch getötet werden, die eine andere Meinung haben. Sie plaudern immer, wie wichtig Ihnen die Demokratie ist und wie sehr man sie hochhalten muss und wie sehr man sie schützen muss und vor jeder Bedrohung bewahren. Dann bitte halten Sie sich doch einmal an die eigenen Vorgaben und agieren Sie nicht wie in einem totalitären Regime. Die Vorwürfe, von denen die Identitären schon freigesprochen sind, die kennen Sie ja hoffentlich. Es sind jetzt neue Vorwürfe gekommen, die sollen auch untersucht werden, die werden auch untersucht werden. Die Gerichte werden dazu befinden, ob es richtig oder falsch ist, und werden ihre Urteile sprechen. Bis dahin gilt das, was für alle Angeklagten in diesem Land gilt, nämlich die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Wir müssen uns hier nicht noch einmal extra abgrenzen. Wir haben das schon mehrfach getan. Wir haben damit nichts zu tun. Aber dass Sie bei diesen paar hundert Handeln da jetzt schon glauben, die Republik brennt, das finde ich jetzt schon auch ein bisschen weit hergeholt. Und dass Sie in den Anträgen, die Sie heute ja noch einbringen werden, ausschließlich von Rechtsextremismus sprechen und Linksextremismus überhaupt nicht vorkommt, übrigens auch nicht politisch motivierter Extremismus des Islam, zeigt mir schon, dass Sie eine klare Absicht ist. Ihnen geht es ja überhaupt nicht um die Identitären. Ihnen geht es auch gar nicht um die Gefährdung der Republik, weil Sie ja wissen, dass diese nicht gefährdet ist. Es ist einfach Wahlkampf. Sie haben Angst, dass Sie bei der EU-Wahl komplett abschmieren. Und jetzt versuchen Sie sich halt noch schnell eine Bühne zu geben, wo man Ihnen zuhört. Ja? Das ist Ihre ganze Motivation. Und wenn man sich die Anträge anschaut, dann kann man nur sagen, ja, man merkt die Absicht. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin nicht verstimmt, weil das ist es nicht wert. Applaus